endlich! Sie sind meine Rettung! Mein Gott, ich danke Ihnen! Diese Viecher sind seit Tagen hinter mir her! Was um alles in der Welt machen denn Sie hier? Was für eine euphorische Begrüßung! Als wenn ich eins von diesen stinkigen Monstern wäre. Mein Name ist Anne Hutchins, Osteuropa-Korrespondentin für das New Intelligence Magazine. Lifestyle und Science von morgen für den Menschen von heute. Noch nie davon gehört? Warum ich hier bin, dürfte Ihnen wohl klar sein. Immer auf der Suche nach Knüllern für meinen Boss und Ruhm und Reichtum für mich. Und glauben Sie mir, auf eine Story wie diese habe ich zwischen Puster und Sibirien lange gewartet. Was nicht bedeuten soll, dass es hier nichts zu berichten gäbe. Mein letzter Artikel zum Beispiel drehte sich um neu entdeckte Schimmel und Pilzarten in feuchten Plattenbausiedlungen. Wirklich sehr interessant, Miss Hutchins. Ich glaube, das erzählen Sie uns am besten ein andermal. Es freut mich, dass Sie Ihre Todesangst so schnell überwinden konnten. Aber würden Sie vielleicht die Güte besitzen, uns zu erläutern, woher Sie wussten, wo diese Stadt liegt? Oh, wir haben doch alle unsere kleinen Recherchegeheimnisse, nicht wahr? Wo kämen wir denn dahin, wenn Reporter gleich alles ausplaudern, bevor der Artikel gedruckt und das Honorar im Kasten ist? Na gut, eigentlich ist das für sich genommen schon eine Schlagzeile wert. Ich kann Ihnen verraten, dass ich vor einiger Zeit einen Brief bekommen habe, der sich ziemlich panisch anhörte, unterzeichnet von einem gewissen Dobrowski. Der Name sagte mir überhaupt nichts, aber was er zu erzählen hatte, hörte sich nach einer brauchbaren Titelstory, wenn nicht sogar mehr an. Wissen Sie, Journalisten wie ich bekommen oft Briefe von irgendwelchen Spinnern, die behaupten, in ihrem Keller würde der Geist von George Washington umherspuken. Aber das hier klang mir doch alles zu authentisch und zu lückenlos, um ein Fake zu sein. Ich habe den starken Verdacht, dass jemand die unschuldigen Bewohner dieser Stadt für schreckliche medizinische Experimente benutzt hat. Sie müssen verstehen, ich konnte nicht einfach herumsitzen und nichts tun. Junge, ich habe keinen Schimmer, was in dieser Stadt passiert ist, aber es muss etwas Furchtbares gewesen sein. Sie sagten, der Name sei Dobrowski? Wassily Dobrowski? Aber Commander... Stillowitsch! Wissen Sie etwa mehr als ich? Ja. Tut mir leid, Miss. Wir dürfen Ihnen keine weitere Informationen geben. Aber eins kann ich Ihnen verraten. Wir müssen hier schnellstens weg. Und ich bin so etwas wie Ihre Gefangene, hm? Genau. Wink, wink, los geht's. Natsch, natsch. Hören Sie, Commander, das gerade eben tut mir leid. Verschwinden wir hier. Und sie kommt echt mit Bandagen. Bandagen. Außer du kannst zufälligerweise auch besser heilen. Nein, kannst du nicht. Okay, was bekommt sie jetzt? Sie bekommt Brecheisen. Und Ovichs Pistole. Mehr bekommt sie nicht. Erstmal. Da. So. Na gut, vielleicht noch eine Granate. Aber das ist nichts Wichtiges dabei. Das sind alles Sachen, die 0815 sind. Keine tollen Betäubungsstunner, keine tollen Betäubungsgranaten und Pfeile und was weiß ich. So. Das ist trotzdem voll komisch. Die eine kippt um, die nächste taucht auf. Du. Heil dich. Du heil ihn. Du heil ihn. Was haben wir hier? Ein Kampf. Ein Bosskampf. Achtet darauf, dass niemand in eurer Schussbahn steht. Entweder wir schießen, was das Zeug hält, oder wir sterben, Commander. Ovich, wenn Ihnen Trontins Kugeln in der Brust stecken, sterben Sie genauso. Ich will niemanden durch Friendly Fire verlieren. Okay. Erster Test. Du versuchst das Ding zu betäuben. Ich bin mir zu 90% sicher, dass es nicht klappt, aber die 10% wären schon schick. Dahin. Betäuben. Was zur Hölle? Ist betäubt. Stand da jedenfalls. Okay. Geh dahin. Guck nach da. Du gehst dahin. Guckst nach da. Und schießt.
Das ist komisch. Ich wäre eigentlich davon ausgegangen, dass ab diesem Zeitpunkt mindestens alle Bosse Betäubungsschutz haben. Oh, aber okay. Vielleicht kommt hier noch irgendwas. Du dahin, Schrotflinte auf Puppet. 5 Schaden. Mau. So, und du? Mit den aufreizend langen Beinen da lang. Sie sieht echt besser aus als die alte. Aber, ja. Du dahin. Du... Eisstrahlst das Ding. Danach flambieren wir das Ding. Geht das? Mal gucken. Gucken, was passiert. Feuerschutz. Hat der jetzt Feuerschutz wegen dem Eis? Hat er generell Feuerschutz? Also wenn dieses blaue Grizzelzeug weg ist, dann können wir mal gucken, ob auch die Feuerresistenz unterm Namen nicht mehr angezeigt wird. Du bitte dahin und nimm dann das da und hau damit ganz wild auf die Puppet ein. Level up. Goodie. Du kriegst nur Lebenspunkte. So. Du hast noch nicht ran da. Ja, komm. 4. Was? Okay. Er ist nicht mehr betäubt, aber ist immer noch eingefroren. Und 2 Runden könnte er schon wieder. Das ist interessant. Ich brauche aber irgendwas, was panzerknackend wirkt. Sonst kommen wir da nicht durch. Bajonett wird nicht viel bringen. 4 Schaden, ja. Boah, das dauert ewig. Vielleicht von hinten? Kommst du da ran, Ovic? So. Axt. 14 plus 4. Das ist schon mal okay. Da hingucken. Du, geh auch dahinter. Hau auch da drauf. Mit Glück. 10. Uff. Du, Seite. Wir haben nichts wirklich Panzerknackendes, außer den Raketenwerfer, den wir jetzt verbraucht haben. Granaten, oder? Waffen, Granaten. Schwere Panzerung 70%. Schwere Panzerung 50%. Pistole hat 75%, ist bisher noch am besten. Gewehr ist... Ach, kann ich gar nicht auswählen. Zurück. Ich soll jetzt nicht ernsthaft mit einer Pistole draufschießen, weil es 75%. Nee. Taust du auf? Ja, taust auf, okay. Ja, wir müssen jetzt theoretisch nur eine Runde ihn beschäftigt halten, dann können wir ihn wieder einfrieren. Da werde ich jetzt keine Munition für verballern, also keine Betäubungsfallgeschichte. Das heißt, du legst hier eine Bombe. Das ist eine gute Idee. Und guckst danach da. Du haust ihn. 3 Schaden. Ich glaube, die Axt ist noch mit die beste Waffe, die wir haben. Jo. Die Axt in Ovid's Händen. So, gucken wir mal, was er macht. Den Chef. Für viel zu wenig Schaden. Okay. Du frierst den einen und läufst danach weg, weil sonst kriegst du eine Bombe ab. Einfrieren dich. Mhm. Und einfach dahin gehen ist okay. Du schießt einfach drauf. Okay. Du schlägst weiter drauf ein. Kriegen wenigstens Skill-Ups. Auch wenn Ovid jetzt schon Level 10 ist mit der Axt und ich weiß nicht, wie hoch das überhaupt gehen kann. Also es kann gut sein, dass 10 Max ist. So, jetzt Bombe. Mach schön viel Schaden. WTF!
Ja, komm, hau einfach drauf ein. Auch wenn es wenig Schaden ist. Ich glaube, ich mache da so einen Zeitraffer draus. Wie wir jetzt eine halbe Stunde lang immer wieder auf das Ding einschlagen. Ich habe keine Ahnung, ob das so gewollt ist. Vielleicht hätten wir die Kiste da zerschlagen sollen und da drin irgendwas finden? Oder hier den Raketenwerfer nutzen? Was waren das? 270 Schaden oder so? Das ist schon schick. So, muss wieder eine Runde warten. Komm, dacke, 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 dacke. 3 Schaden. Nöp, nöp, nöp. Du bist ein sehr doofer Boss. Also der Wächter war garstiger. Aber der hier ist einfach nur ein Tank. Ja, nicht mal Halbzeit. Okay, also ich denke, ich mache da jetzt einen Zeitraffer echt raus. Das heißt, ich werde jetzt immer warten, bis Trantin ihn betäuben kann. Dann ist er betäubt. Dann prügeln wir alle mit Nahkampfwaffen auf ihn ein. Und er wacht dann immer für eine Runde auf. Und zwar die Runde, wo Trantin seinen Eisstrahler aufladen muss. Ja, also bis gleich. Level up. Genauigkeit hast du voll Glück, würde ich sagen, oder? Ja, Glück, komm her. So, und weiter prügeln. So, er ist mal wieder aufgetaut. Wir sind inzwischen bei Runde 13. Aber ich hoffe mal, dass wir es diese Runde schaffen. Also, fangen wir an mit dem Schwersten. Das wäre die Axt. Nehmen wir mal doch lieber das Gewehr. Ja, sehr gut. Du, Messer, Beam. Oh, 5. Okay, du, Pistole, schieß, mach 5 Schaden. Der eine Punkt, das kennen wir doch wieder. Na gut, dann macht bei irgendeinem von uns Schaden, das ist nicht schlimm. Ich glaube, ich habe nämlich inzwischen rausgefunden, wofür der Boss hier ist. Also welche Funktion dieser Boss hat. Wenn man zu diesem Zeitpunkt nämlich nicht den Eisstrahler hätte. Und nicht den Elektroschocker, was beides komisch wäre. Der wäre super von der Spielmechanik her, um von der Spielergruppe die ganzen Betäubungspfeile abzuziehen. Aber man müsste halt normalerweise die Betäubungspfeile benutzen, um ihn durch den Betäub zu halten. Das heißt, seine ganze Funktion war nur, Ressourcen abzuziehen. Was er bei uns aber nicht getan hat, weil wir halt den Eisstrahler hatten. So oder so, schön viele Erfahrungspunkte, schön viele Skill-Gains. Schließen. Du. Bandagiert. Ihn. So, wenn das hier der Hauptplatz ist, dann muss hier irgendwo noch eine Matrix-Disk sein. Da waren wir schon. Zurück. Oh, warte mal, und wir haben noch ein Rüstungsdingens über, ne? Ein Rüstungsdings? Ja, eine stinknormale Weste. Die kann sie ruhig haben.